Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Top 10 Kaffeedüften. Das ist ein Video, an dem habe ich jetzt ein bisschen länger gearbeitet, also wochenlang. Und ich weiß nicht, wie viele Kaffeedüfte ich dafür getestet habe. Es waren unzählige. Ich habe praktisch den ganzen Parfumuszug leergeräumt, um alle möglichen Kaffeedüfte zu testen und für euch die besten rauszusuchen und sie euch heute zu zeigen. Und es gibt ja unzählige Düfte, die Kaffee mit in den Noten haben, aber nicht jeder qualifiziert sich hier für diese Auswahl. Es reicht nicht, dass einfach nur Kaffee in den Noten drin steht, sondern der Kaffee, der muss auch tatsächlich wahrnehmbar sein. Also wenn man den Duft riecht, dann muss man den Kaffee erschnüffeln können sozusagen, ansonsten haben sie hier in der Liste nichts verloren. Und ich habe Hammerdüfte gefunden und es war so schwer. Ich habe versucht, ein Ranking zu machen zuerst. Das habe ich dann schnell wieder verworfen, weil die so verschieden sind, dass man sie einfach schwer ranken kann. Ich habe es jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar werden wir vorgehen von der freiesten Interpretation eines Kaffeedufts hin zur konkretesten Interpretation. Also sprich, die Düfte, die ich jetzt am Anfang in der Liste zeige, die haben schon einen wahrnehmbaren Kaffee, aber da ist auch noch sehr viel anderes los. Und je weiter wir in der Liste fortschreiten, desto intensiver werden die Kaffeenoten und desto authentischer ist der Kaffeegeruch. Und ich weiß, Kaffee ist so eine Sache, da spalten sich die Gemüter auch teilweise. Also viele Leute sagen, ja, der Geruch von Kaffee, den finde ich toll, aber so riechen will ich dann nicht. Und für diese Leute ist vor allem der erste Teil der Liste interessant. Und manche Leute sagen, gib mir den ganzen Kaffee, den es gibt. Und für diese Leute ist der zweite Teil der Liste besonders interessant. Falls ihr zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, ich spreche super gerne über Parfum. Und wenn dich das Thema auch interessiert, dann abonniere gerne diesen Kanal. Klick gleich die Glocke, dann kriegst du mal Bescheid, wenn ein neues Video, Short oder Livestream kommt. Und folg mir gerne auf Instagram und TikTok. Und wir starten mit dem ersten Duft. Das ist der Iris Torrifié von Guerlain aus der exklusiven Lare La Matière Linie. Der kam in 2020 raus. Und dieser Duft verpackt den Kaffee ganz wunderbar in einem Nebenschauplatz, sag ich mal. Also es ist vielleicht nicht primär ein Kaffeeduft, obwohl man den Kaffee wirklich sehr schön merkt. Der Kaffee ist mehr so der Supporting Star und es ist hauptsächlich ein sehr buttriger Irisduft. Also ultra feminin, weich, pudrig, samtig, bisschen süß, gourmandig mit dieser tollen Kaffeenote. Und wenn ihr den Duft das erste Mal riecht, dann merkt ihr den Kaffee vielleicht gar nicht so stark oder merkt ihn überhaupt nicht. Der Kaffee ist eine Note, die dann im Verlauf immer stärker kommt, immer stärker, zusammen mit so einer minimalen harzigen Süße noch und so ein paar Röstaromen. Es bleibt allerdings immer ein sehr floraler, buttrig, weicher, pudriger Duft und ist für mich der Inbegriff von Femininität. Also den würde ich tatsächlich, ich sage eigentlich bei allen Düften immer, können auch Männer tragen, können auch Frauen tragen. Das ist tatsächlich einer, den sehe ich wirklich hauptsächlich an Frauen. Witzigerweise, Kaffee ist eine totale Unisex-Note. Also wir haben jetzt heute Düfte, die sind ultra maskulin, wir haben Düfte, die sind ultra feminin und wir haben Düfte, die sind genau in der Mitte. Also Kaffee diskriminiert nicht. Und eine Sache habe ich noch beinahe vergessen, mein Gott. Wir haben von vorne bis hinten eine wunderschöne Kardamomwürze. Und die hält sich auch tatsächlich bis zum Schluss. Also die verzieht sich nicht, obwohl Kardamom oft eine Kopfnote ist. Und das würde euch auch noch auffallen in dieser Liste. Kardamom ist wahnsinnig oft mit Kaffee kombiniert. Es verträgt sich gut, es passt gut zusammen. Und was Kaffee auch immer gern mag, sind so unterschwellige, süße Noten. Es passt einfach gut zusammen, wobei die Süße hier tatsächlich nur minimal ist und auch weniger eine vanillige Qualität, sondern mehr eine harzige Qualität. Es ist einfach ein wunderschöner Duft. Den könnte man gut als Signature tragen, als Frau auch. Und ich muss echt sagen, je öfter ich den rieche, desto mehr gefällt er mir. Ganz am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gerochen habe, war ich nicht sofort hin und weg, jetzt nicht so wie bei Cure Belüger zum Beispiel. Aber viele Düfte der Lare La Matière Serie sind so Slow Burns. Bei Angélique Noir, meinem All-Time-Favorite-Duft ever, da war ich auch nicht auf den ersten Sniff total begeistert, sondern die Liebe ist über die Zeit gewachsen und Iris Torrifié ist genauso ein Duft. Also wenn ihr den mal testet, dann tragt ihn wirklich öfter, gebt ihm ein bisschen Zeit, euch zu verzaubern und ich denke, viele Leute werden den lieben. Die Haltbarkeit ist mittelmäßig, könnte ein bisschen besser sein. Sillage ist, ich würde mal sagen, gering bis moderat. Also es ist tatsächlich ein Duft, der bleibt vielleicht so nah an eurer Haut, bis maximal 50 cm strahlt er aus. Aber dadurch ist er immer auch super angenehm. Der nächste Duft, wo der Kaffee auch, ich würde sagen, eine Supporting Role hat, ist der Whisky Nobile von Pharmacia. Und der Whisky Nobile im Gegensatz zum Iris Torrifié ist ein sehr, sehr maskuliner Duft. Also wir haben viel Würze, wir haben viele Harze, wir haben Weihrauch, wir haben Kaffee, wir haben auch Kakao, Leder und eine tolle Orangenblüte. Also das ist tatsächlich so ein richtig
toller Duft für die kühlere Jahreszeit, würde ich sagen. Die Harzigkeit, die man stark am Anfang merkt, die nimmt sich im Verlauf ein bisschen zurück und er wird gourmandiger, er wird ein bisschen süßer. Und der Whisky, der ja auch Namensgeber ist, der am Anfang nicht so stark kommt, der drängt sich dann immer mehr in den Vordergrund. Es wird dann ein schön süß-harziger Whisky-Kakao-Kaffee-Duft. Also so würde ich den bezeichnen. Und er ist schon eine ganze Ecke nischiger, würde ich sagen, als jetzt der Iris Torrefier. Aber sehr schön und ich glaube aus dem Pharmacia-Sortiment auch einer von denen, die sich am besten mit verkaufen. Also das ist einer der Topstars von Pharmacia und das ist eine tolle Adresse für Männer, die sagen, ich möchte einen Kaffeeduft, der aber vielleicht nicht nur aus Kaffee bestehen soll, sondern mehr noch Parfum ist und die auf schöne harzige Noten stehen und es gern ein bisschen orientalisch mögen. Die Haltbarkeit von dem ist richtig super, also ihr kriegt ohne weiteres von dem so 7 bis 8 Stunden. Die Sillage ist mittelmäßig eher gut, würde ich sagen, also eher groß als gering. Wobei das schon einer ist, der so nach 3 Stunden dann merkbar sich ein bisschen einschränkt. Also nach 3 Stunden strahlt er nicht mehr so weit. Wobei ich das auch eigentlich immer schön finde. Du willst eigentlich so einen Duft, der in den ersten Stunden gut performt und sich dann stückweise einfach immer ein bisschen zurücknimmt, immer ein bisschen dezenter wird und irgendwann dann einfach nur noch auf der Haut zu riechen ist. So, und jetzt kommt der letzte, bei dem Kaffee nicht die absolute Hauptrolle spielt. Und das ist einer, der steht schon lange auf meiner persönlichen Wunschliste. Es ist The Bewitching Jasmin von Penhallig. Und das ist so ein schöner Duft. Meine Freundin, die Marie, trägt den. Das ist quasi ihr Signature. Und der ist wunderbar. Das ist ein ganz schön kardamom-würziger Kaffee-Oud-Duft mit einer ganz tollen Weihrauchnote noch. Also der könnte auch gut in eine Weihrauchliste passen. Und mit süßen Untertönen. Also wir haben noch eine Vanille, die dann mit der Zeit immer stärker kommt und so diese gourmandigen Aspekte ein bisschen mehr hervorhebt, den einfach so ein bisschen dessertartig essbar macht. Er kommt allerdings nie in die pure Gourmand-Richtung, weil dafür ist das Oud und der Weihrauch viel zu stark. Das Oud ist ein total cleanes, nicht fäkales, nicht stalliges, nicht animalisches Oud, sondern wirklich einfach so eine sehr tief würzige Holznote, die sich wahnsinnig gut mit dem Weihrauch und dem Kaffee verträgt. Also Kaffee haben wir hier nur in der Kopfnote. Ich finde allerdings, dass der im gesamten Duftverlauf eigentlich schon immer wahrnehmbar ist. Aber wie gesagt, nicht total präsent, nicht total an der Oberfläche, sondern eher halt Supporting Act. Aber die Bewitching Jasmin ist schon ein bisschen so ein Zauberwerk. Die macht einen tollen Verlauf durch. Die Kardamomwürze vom Anfang, die nimmt sich mit der Zeit so ein bisschen zurück. Er wird süßer, gourmandiger und die strahlt wahnsinnig toll, hat eine riesen Sillage, ist was zum Komplimente sammeln und ist ja schon eine kleine Verführerin. Ich meine, das heißt ja auch Bewitching Jasmin. Ein sehr sexy Duft. Gut zum Ausgehen geeignet, gut für Dates, aber man kann den natürlich auch als Signature tragen. Ja? Ist allerdings dann einer für selbstbewusste Frauen. Da muss man schon dahinter stehen und da muss man ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen. Übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr den Bewitching Jasmin sinnvoll testen könnt, es gibt von Penhaligans so ein wahnsinnig cooles Probenset. Da ist der auch mit drin und ich habe schon mal ein extra Video gemacht, wo ich all die Düfte im Set beschrieben habe. Das findet ihr hier, da verlinke ich es euch nochmal und dann könnt ihr mal schauen, ob die Bewitching Jasmin was für euch ist. Der nächste ist einer, den hättet ihr jetzt vielleicht auch nicht an diesem Platz in der Liste erwartet und zwar ist es der Intense Café von Montal. Und von Montal seht ihr nicht super viele Düfte auf meinem Kanal, weil ich grundsätzlich mit der Marken-DNA so ein bisschen meine Probleme habe. Ich sage allerdings auch immer wieder, es gibt 2 Düfte von der Marke, die ich spitze finde. Und das eine ist Intense Café und der zweite ist Ristretto Intense Café. Und jetzt haben wir den Intense Café und im Gegensatz zu dem, was der Name vermuten lassen würde, ist es nicht ein Intense Café. Also ja, wir haben die Kaffeenote total spürbar, aber es ist... Ich finde, der Hauptstar im Duft ist die Rose. Also es ist ein Rosen-Kaffee-Duft mit einer schönen Vanille-Moschus-Basis. Also ein bisschen weich-fluffig-süße Unterlage, eben die ihm auch den Crowdpleaser-Faktor wahrscheinlich gibt. Ich glaube, der hätte lange nicht so viel Erfolg, wenn wirklich nur Kaffee und Rose vorhanden wären. Weil Rose hat auch oft sowas ein bisschen beißend Grünes. Je nachdem, was für eine Rosennote es ist, kann es so wirken. Bei dieser Rose hier drin, die erinnert mich jetzt eher an die Rose in der Dilina zum Beispiel. Also es ist eine türkische Rose und es ist ein sehr attraktiver Duft. Jetzt, wenn man die Noten so hört, könnte man sich denken, der ist hyperfeminin. Ist er aber nicht, würde ich sagen. Ich würde sagen, er ist Unisex, Tendenz leicht feminin, aber den können auch gut Männer tragen. Und
wie mit fast allen Montaldüften, hat er eine super Haltbarkeit, eine super Performance. Es ist schon die Art von Duft, für die man auch Komplimente sammelt. Und es ist eine sehr schöne Interpretation eines Kaffeedufts. Wie gesagt, Intense Kaffee finde ich als Namen ein bisschen hochtrabend, weil so viel Kaffee ist dann doch wieder nicht drin. Aber das ist ja auch das, was die meisten Leute suchen, nämlich ein Parfum mit dieser subtilen Kaffeenote, das aber auch noch natürlich nach anderen Sachen riecht und auch noch mit anderen Sachen bezaubert, sag ich mal. Kaffee-Rosenduft auf Vanillekuchen hatte ich mir aufgeschrieben, genau. Also diese süße Vanillenote, dieses Luftige auch, was der Moschus mitbringt und Kaffee und Rose. Und ich bin ja auch normalerweise von Rosen nicht ein Riesenfan, aber in dem Fall gefällt es mir echt gut, weil ich finde, diese herbe Note von der Rose harmoniert wahnsinnig gut mit der Bitterkeit vom Kaffee. Das passt gut zusammen und die Vanille sorgt dann dafür, dass er nicht zu bitter, nicht zu herb, nicht zu kratzig auch wird, sondern gibt ihm dann mit dem Moschus auch noch mal so eine schöne, feine Konsistenz. Jetzt kommt der Duft mit der bisher stärksten Kaffeenote und es ist Killian Black Phantom Memento Mori. Und ich hatte auch kurz überlegt, ob vielleicht der Intoxicator von Killian in Frage kommt. Der hat auch so eine Mokka-Note drin, aber ich denke, in seinem Herzen ist es doch irgendwie mehr ein Kardamom-Duft als ein Kaffee-Duft. Und der Black Phantom Memento Mori, der feiert den Kaffee. Ich habe damals schon mal ein Video gemacht, da habe ich den blind getestet und ich glaube, meine Worte waren... Ja doch, also wenn da kein Kaffee drin ist, da fresse ich einen Besen. Also der Kaffee, das ist das Erste, was ihr kriegt. Und zwar in Kombination mit Rum, Zucker und einer sehr grün-holzigen herben Note. Es ist so ein dunkler Gourmand. Ein dunkler Gourmand mit nussigen Untertönen. Er ist nicht ganz so morbide, wie der Name andeutet. Also Memento Mori heißt ja, erinnert die Toten. Ich weiß nicht genau, Black Phantom klingt auch so super dark. Er ist nicht ganz so morbide, aber es ist schon eher ein dunkler Duft. Er ist zwar schon entspannend auch, weil ich finde, Kaffee hat schon immer eine sehr spannende Qualität, aber er ist auch bedeutungsschwer. Und es ist jetzt nicht so der Kaffee mit Rum, den man irgendwie so im Urlaub an einem ausgeschlafenen Nachmittag dann wegtrinkt, wenn man gerade aufgestanden ist und aufwachen will, sondern die Assoziation, die ich im Kopf hatte, die war sehr konkret. Und zwar, du befindest dich im Orient und du hast eine Audienz beim König in einem dunklen Gewölbe. Und während du auf ihn wartest und es dich so ein bisschen fröstelt, wird dir ein Begrüßungsgetränk, so ein ganz dunkles Kaffeegetränk gereicht und du trinkst es und wartest in Ehrfurcht auf deine Audienz. Das war exakt das Bild, was ich im Kopf hatte und ich finde, das passt gut. Da ist noch irgendwas dabei, was super orientalisch würzig ist. Also irgendwelche Ambernoten würde ich da noch unterstellen. Die sind jetzt zwar nicht gelistet, aber er wirkt auf mich super würzig ambriert, zusammen eben mit Rum, Kaffee, diesem Zucker, der ihn schön süß macht. Und es ist auch Cyanid in den Noten angegeben. Ich habe keine Ahnung, wonach das riechen soll. Vetiver allerdings, finde ich, passt auch super gut zu diesem dunklen Gewölbe. Vetiver gibt so eine schöne, unterschwellige, grüne Note, die den Duft so ein bisschen abkühlt auch, weil diese ambrierten orientalischen Düfte, die können wahnsinnig warm werden und der hier ist für mich eher kühl. Also fast Weihrauch hätte da, finde ich, auch gut reingepasst in den Duft. Aber ist echt sehr, sehr, sehr spannend. Ist, glaube ich, der nischigste von allen, die ich euch bisher gezeigt habe. Und ich muss sagen, ich denke, der ist vielleicht eher für die Männer. Aber ich denke, manche Frauen würden sich auch an dem erfreuen. Die Performance ist super. Also die Haltbarkeit ist Bombe. Die Sillage ist gut. Das heißt, auch wenn der ein bisschen pricey ist, ihr bekommt tatsächlich was für euer Geld. Als nächstes haben wir einen wunderbaren, aromatisch würzigen, fast frischen Kaffeeduft mit einer unglaublich tollen Lavendelnote. Und es ist Arabica von Aaron Terrence Hughes. Und das ist einer, der hat mich überrascht, weil ich finde es spannend, diese Kaffeenote mit Lavendel zu kombinieren. Im ersten Augenblick sehr maskulin. Und wenn man sich so auf die Kaffeenote einlässt, dann ist es weniger für mich der frisch aufgebrühte Kaffee, sondern ich denke mehr an so eine Kaffeebohne am Baum. Also da ist tatsächlich noch irgendwie so was Grünes mit dabei. Der Lavendel gibt ja auch immer so ein bisschen was Medizinisches noch, wobei es sich hier in Grenzen hält. Also es ist eigentlich schon sehr schön, in Anführungsstrichen, gecleanter Lavendel von diesen ganz herben stechenden Noten. Der ist relativ weich und er wird auch noch weicher durch diese tolle cremige Basis. Und wir bleiben würzig, aber wir gehen auch in die Vollblut-Gourmands. Und zwar einen, den man da nicht verschweigen darf, ist der Golden Dollar von Serjoff aus der Coffee Break Collection. Die Coffee Break Collection umfasst 3 Düfte und ich finde, der Golden Dollar ist nicht nur der schönste von den 3, sondern ist auch der mit dem prominentesten Kaffee. Und was wir hier haben, ist sehr viel Zimt,
grundsätzlich viele Gewürze, also orientalische warme Gewürze, nicht kühlende aromatische, sondern wirklich schön orientalisch richtig heiße Gewürze. Mit einer, finde ich, sehr reduzierten Kaffeenote im Sinne von, die ist sehr intensiv und nicht sehr verwässert, wenn das irgendwie Sinn macht. Und wir haben auch wirklich viele gourmandige Noten. Der ist schokoladig, der ist haselnussig. Wir spüren die Tonka im Hintergrund, die so ein ganz mini bisschen marzipanartiges Aroma noch gibt. Nicht zu viel, aber so auch super viel für die Konsistenz beiträgt. Und der ist richtig schön. Der ist allerdings ein Hammer. Also das ist ein Beast-Mode-Duft. Das ist, glaube ich, der erste Beast-Mode-Duft heute in der Liste. Da müsst ihr aufpassen. Also der ist eine Waffe. Den würde ich jetzt nicht als mein Daily-Signature tragen. Also der mag ausgewählte Anlässe. Das ist ein Statement-Duft. Das ist ein besonderer. Das ist, wenn ihr auffallen wollt mit eurem Duft. Vielleicht auch bei einem Publikum, das jetzt sich auch ein bisschen mit Parfum auskennt. Ich würde mal bezweifeln, ob Leute, die jetzt hauptsächlich Mainstream-Düfte tragen, den toll finden würden. Die würden wahrscheinlich eher sowas sagen wie, der ist aber stark oder so. Ich persönlich könnte ein bisschen eine runtergetontere Zimtnote am Anfang zu schätzen wissen, aber der Zimt, der bleibt auch nicht ewig so. Der wird dann im Drydown richtig schön. Wir haben auch eine echt potente Rose, die kommt im initialen Auftrag gar nicht so stark, aber dann mit der Zeit. Und wir haben auch Oud gelistet, aber Oud, muss ich zugeben, merke ich nirgendwo. Also kein Oud weit und breit für mich. Bin jetzt auch nicht böse, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt Oud gebraucht in dem Duft. Ja, also der ist einfach extrem warm, potent und komplex. Sehr komplex, sehr high-end, sehr durchschlagend. Ich denke, was ihr definitiv mögen müsst, sind ambrierte, süße, würzige Düfte. Wenn das so eure Adresse ist und ihr mögt Kaffee gern, dann probiert den mal. Golden Dollar von Serjoff. Und dann fehlt uns natürlich noch der Ristretto Intense Café, also sozusagen die extremere Variante von Intense Café von Montal. Und genau eine extreme Variante ist es auch. Also die Kaffeenote in dem Duft kommt viel stärker raus als beim Intense Café. Also Leute, die wirklich einen Kaffeeduft suchen, die sollten sich eher den Ristretto anschauen und nicht den Intense Café, weil hier hat der Kaffee einfach eine viel größere Bühne. Und Ristretto bedeutet ja beengt, verkürzt, mehr konzentriert. Ein Ristretto aus der Maschine ist ja sozusagen, ihr nehmt die gleiche Menge Kaffee, aber nehmt viel weniger Wasser. Er ist einfach viel konzentrierter und genauso ist der Duft. Wir haben weiterhin die gleichen Noten, aber er wirkt schon ganz anders. Er wirkt einfach viel würziger, er wirkt viel mehr nach Kaffee und er hat trotzdem, finde ich, noch genügend Süße, die der Rose ein schönes Gegengewicht gibt, dass er nicht zu herb wird. Also der ist immer noch verhältnismäßig mainstreamig, würde ich sagen, auch wenn Montal eigentlich eine Nischenmarke ist. Aber das ist so ein typischer Nischenduft, wo man sagt, okay, ja, du bist aber so mehr so an der Schwelle in die Nischigkeit. Das ist nichts, wo man irgendwie eine besonders ausgefeilte, trainierte Nase braucht, um den zu schätzen zu wissen, sondern der, glaube ich, hat schon starken Massenappeal. Also wenn ihr es noch kaffeelastiger haben wollt, dann holt euch den. Also ja, dann fragt man sich, wie unterscheidet sich die Performance? Die Montal-Düfte performen ja eigentlich alle gut. Ja, also grundsätzlich Marken, die in ihrer Grund-DNA viel Synthetik drin haben, die performen meistens gut. Siehe auch Serjoff zum Beispiel. Der hier performt wirklich spitze, also der hält sich 10-12 Stunden. Er strahlt gut aus. Also jetzt nicht so aggressiv wie ein Baccarat Rouge, aber schon richtig potent. Also Bang for Buck habt ihr auf alle Fälle hier. Okay, jetzt fehlen uns noch zwei Düfte und das sind für mich die absoluten Kaffeedüfte schlechthin, die wirklich ihrem Namen noch alle Ehre machen. Und der erste ist einer, den habe ich, als ich im Livestream die Sammlungen meiner Zuschauer reviewed habe, entdeckt. Und ich dachte mir schon, ich hätte mal wieder Lust auf so einen Blindkauf. Und ich habe es nicht bereut, der ist spitzenmäßig. Er heißt Coffee Addict von Theodoros Kalotinis. Das ist eine Marke, die habt ihr noch nie auf meinem Kanal gesehen. Und das ist eine griechische Marke, die wird auch super super konzentriert nur vertrieben, nämlich nur in deren Online-Shop gibt es die. Also soweit ich weiß, ist der überhaupt nicht im Handel. Und das ist im Grunde ein Kaffee-Gourmand. Was ihr halt habt, ist die schönste Kaffeenote, die ich bisher in der ganzen Liste gerochen habe, zusammen mit Karamellspritzern. Ich finde, Karamell ist oft gefährlich, weil das kann dann auch zu zuckrig und zu süß werden. Und er ist so genau an der Grenze. Er ist schon sehr süß, sehr karamellig, aber so, dass ich ihn echt noch gerne mag. Und man muss auch sagen, die Karamellnote,
die verbindet sich dann irgendwie auf eine gute Art und Weise mit der Haut, dass es dann nicht irgendwie zu pappig wird. Und aber diese Kaffeenote, sorry, ich bin süchtig, ja. Also so viel, wie viele Leute nach Kaffee süchtig sind, so bin ich süchtig nach Coffee Addict, heißt der auch. Oh Mann. Ich frage mich oft, wie viel Suggestion bei meinen Beschreibungen dabei ist, wenn der jetzt Coffee Addict heißt und ich dann sage, der macht süchtig. Wie viel davon stimmt wirklich und wie viel davon habe ich mir selber suggeriert durch den Titelnamen? Ich weiß es nicht. Es ist auf alle Fälle der Effekt, den er auf mich hat. Und wunderschön, ja. Das ist ein purer Kaffee mit einem kleinen, nicht einem kleinen, mit, sagen wir, 3 Tropfen Karamell und nicht alkoholisch. Gibt es ja auch oft so alkoholische Kaffeedüfte, sondern einfach nur super süß, verführerisch, entspannend gleichzeitig und wunderschön. Das ist einer, den habe ich jetzt wirklich schon oft getragen. Der muss jetzt dann, oder habe ich ihn schon im Favoritenvideo? Ich weiß es gar nicht. Also falls er jetzt noch in keinem Favoritenvideo war, muss ich ihn da mal reintun. Der Flakon, den habe ich ja gebraucht, gekauft im Zug. Deswegen, ich habe jetzt noch nicht super viel von dem getragen, aber der ist nur mehr halb voll. Aber das war ein super Deal und ich freue mich, dass ich den gemacht habe. Und es ist eine Top-Adresse. Ich würde sagen, insbesondere für alle Frauen, die gerne Kaffeedüfte haben. Haltbarkeit ist top und die Sillage ist stark, aber immer noch sehr gesellschaftsfähig und angenehm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein super Netflix- und Chill-Duft sein könnte, weil diese Kombination Kaffee und Karamell, das ist schon sowas zum Anbeißen. Ja, ich muss den mal am Julis austesten. Okay, und jetzt kommt mein absoluter Favorit und ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Und der ist so toll. Also das ist echt ein neuer Favorite. Also nicht nur jetzt innerhalb der Kaffeedüfte, sondern grundsätzlich. Und zwar heißt er Awake von Acro. Und mein Gott, ist der geil. Also wenn man sich jetzt die Noten anschaut, dann steht da Kaffee, Kardamom, italienische Zitrone und haitianisches Vetiver. Und ich finde, die Noten geben überhaupt nicht wieder, wie der riecht. Ja, ich merke alle Noten bis auf die Zitrone, die nämlich irgendwie gar nicht war. Also so super schön würziger Kardamom. Nicht so stark wie in manchen Düften davor, sondern eher so unterstützend. Star ist tatsächlich der Kaffee. Der Vetiver gibt so was Schönes, Entspanntes, leicht Grünes, Holziges unten drunter noch. Und das, was ich aber so Hammer finde, ist, ich würde den auch als Gourmand bezeichnen. Also ich kriege da auch eine gourmandige Süße noch irgendwo her. Ich habe keine Ahnung, wo die Süße herkommt. In den Noten steht nichts drin. Aber ich nehme den mit einer wunderschönen, weichen Süße wahr. So ein bisschen in heruntergetonter Form wie die Süße, die man in den Baileys hat. Nicht so extrem, also wirklich nur im Hintergrund. Aber wenn die Noten da so stehen, das finde ich, das wird dem Duft überhaupt nicht gerecht. Diese Süße, die muss irgendwo herkommen. Oder vielleicht auch so ein Tropfen Karamell. Aber er hat nicht so eine klare Karamellnote wie jetzt der Coffee Addict zum Beispiel. Sondern, ich würde sagen, von den Düften, die ich euch bisher jetzt gezeigt habe, ist er wahrscheinlich am ähnlichsten dem Golden Dollar. Aber ohne die krasse Würze, ohne das krass Orientalische, ohne das Ambrierte. Aber so von der Grund-DNA her ist er die Richtung, ja. Ohne Zimt auch, Gott sei Dank. Wunderschön. Oh, das ist, also die Qualität von diesem Duft, glaube ich, die ist der Wahnsinn. Auf mich wirkt er so high-end, der wirkt so fein. Der wirkt so, als könnte er nie irgendjemanden nerven. Ich liebe den und wenn ihr sagt, ihr braucht einen einzigen Kaffeeduft, ihr wollt einen genialen Kaffeeduft haben, dann holt euch Awake von Acro. Ich kröne den als den besten Kaffeeduft, den es im Moment gibt. Die Performance ist gut, die Sillage ist gut. Er ist ein bisschen subtiler als manch andere Düfte hier in der Liste, aber immer noch super wahrnehmbar und einfach spitze, ja. Ich kann meine Nase gar nicht von dem lassen. Das ist mein absoluter Fave. Also ich mag den Coffee Addict auch super gern und ich trage ihn super gern, aber der Coffee Addict ist so ein Stimmungsduft für mich. Also den kann ich, glaube ich, gut in bestimmten Stimmungen tragen. Das ist so ein Meisterwerk. Das ist so einer, auf den, da will man sich irgendwie drauf konzentrieren. Das ist nicht so einer, zu dem man einfach greift, sondern den wird man immer ganz bewusst tragen. Man überlegt sich, dass man den an dem Tag trägt, weil der ist so, oh, so toll. Ja, okay. So, ihr Lieben, das war meine Kaffeeliste. Ich erwähne jetzt noch ganz kurz ein paar Düfte, von denen ich glaube, dass ihr sie wahrscheinlich erwähnen werdet oder euch fragen werdet, wo die geblieben sind. Ich habe diese Düfte alle in Betracht gezogen, aber die haben es eben nicht in die Liste geschafft. Und zwar diese Düfte sind Black Opium von YSL,
ist zwar ein Kaffeeduft, aber viel zu mainstreamig, nicht besonders genug irgendwie, um in dieser Liste zu landen. Dann gleiches gilt für The Only One von Dolce & Gabbana. Dann habe ich auch noch Follow von Kerosene ausprobiert. Auch ein sehr intensiver Kaffeeduft. Allerdings hat der so eine hässliche Maggi-Note. Der hat sowas ganz synthetisch Billiges irgendwie an sich. Fand ich dann irgendwie nicht schön. Dann der Paris Chérie von Astrophil und Stella war kurz in der engeren Auswahl. Genauso wie der Uden Overdose und noch so einige. Aber ich muss sagen, ich bin mit meiner Liste sehr zufrieden. Und ich glaube, da findet jeder was, der sich irgendwie ansatzweise für Kaffee interessiert. So, dann schreibt mir aber auf alle Fälle noch euren Lieblingskaffeeduft in die Kommentare und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.